Ja, Mahlzeit und hallo, liebe Zuschauer zum jetzigen Jet Live Chat. Wir wollen uns jetzt mal den Markt näher betrachten, und zwar vor dem Hintergrund, dass wir hier den EZB-Event näher beleuchten wollen und das speziell hier an dem Tag, wo denn hier um 13:45 Uhr, eben hier vor rund 6 Minuten, hier die Leitzinsentscheidung gefällt wurde. Unverändert fiel sie aus, das war zu erwarten. Also hier der Einlagesatz war bzw. ist wie erwartet bei minus 0,2% und der Leitzins generell wie erwartet bleibt bei 0,05%. Also alles sehr, sehr spärlich und übersichtlich. Nichtsdestotrotz haben wir in einer guten 40 Minuten zur EZB-Pressekonferenz 14:30 Uhr dann vielleicht gewisse Statements vom Super Mario Draghi zu erwarten. Und diese könnten hier durchaus für Bewegung sorgen. Das Anleihekaufprogramm steht ja bereit und die Europäische Zentralbank und die Landesbanken oder die Notenbanken der einzelnen Länder haben ja jetzt die Instanz, die Gewalt, hier Anleihekäufe zu tätigen. Und das könnte, je nachdem, was es hier noch für Details unter Umständen zu sagen gibt, hier für Impulse sorgen. Der DAX, wie gesagt, hier, das hatten wir heute Morgen auch schon im JFD Live Trading TV am Vormittag, dass er hier im Bereich 11.450 Punkten einen signifikanten Widerstand hat. Da sind wir jetzt hier schon drüber gelaufen. Das sieht sehr, sehr bullisch aus. Das sieht so aus, als würde der Markt hier definitiv nach oben rauspreschen wollen. Wir haben jetzt hier den MetaTrader Chart sozusagen als Handelsplattform, da wir gleich auch noch den Euro besprechen werden, um hier möglicherweise eine News Trading Trade zu platzieren, der hier unter Umständen dann auch heute ja, in den Gewinn läuft oder eben nicht. Das muss man sehen, wie der Markt dann letztlich die ganze EZB-Geschichte verdauen wird, gerade eben wenn die Pressekonferenz dann ansteht. Zum DAX, wie gesagt, kann nur kurz gesagt werden, wir haben hier den Ausbruch vollzogen, 11.450. Sie erinnern sich an das Video heute Morgen. Da ist der Deckel oben drauf und der ist jetzt aufgelöst. Jetzt kann es eigentlich rein von der Range her durchaus weiter hier bis 11.511 gehen. Rein von der Average True Range abgeleitet im Hinblick auf die letzten 14 Tage wäre hier dieses Niveau denkbar. Es könnte aber auch sogar hier bis zu 11.561 gehen. Das sind jetzt sozusagen Projektionsziele anhand Parameter der jüngeren Vergangenheit. Gut, schauen wir uns im Detail das weitere Geschehen an. So, der Risikohinweis, den blenden wir gleich ein. Gehen wir jetzt hier auf Euro-US-Dollar. Und hier die Tatsache des möglichen EZB-Event-Trades sozusagen. Wir haben hier auch eine Analyse vorhin schon veröffentlicht, wo es eben darum geht, hier einen Breakout zu handeln, der hier beim Euro-US-Dollar dann nach gewissen Parametern sozusagen im Vorfeld hier abgesteckt werden kann. Das heißt hier vom Schlusspreis 13,44,59 ausgehend 0,3% nach oben, 0,3% nach unten, hier entsprechende Orders in den Markt gesetzt. Und je nachdem, wie diese Orders dann ausfallen werden, Momento, je nachdem, wie diese Orders dann ausfallen werden, haben wir dann hier im Nachgang eine weitere Performance-Möglichkeit vor uns. Nach oben hinaus haben wir hier definitiv, und das ist sehr interessant zu sehen, auch im Widerstandsbereich, hier im Level von 1,1085, hier bei 1,1086 die Order. Wenn wir jetzt gleich mal auf den Schirm holen, da sind die beiden Orders hier unten zu sehen. 1,1086 wäre dann das Long Setup, 1,1019, wenn es darunter geht, das Short Setup. Das Stop Loss jeweils hier in der Mitte von dem Preislevel 13,4459 ausgehend. Und das ist sozusagen hier eine OCO-Order. Also wenn eine gefüllt werden sollte, müsste die andere automatisch gestrichen werden. Jetzt wartet man einfach ab, was passiert. Im schlimmsten Falle wird man abgeholt auf der einen Seite und es läuft dann letztlich in Stop-Loss. Das wäre dann unglücklich, aber das ist Trading. Es gibt genauso Tage, an denen man eben auch verlieren und andere gewinnen. Im Fall der absoluten Neutralität muss man sagen, würde sich Euro-US-Dollar jetzt hier weiter seitwärts bewegen und hier nichts Großes darstellen. Also insofern einfach mal abwarten, was der Markt jetzt noch macht im Laufe des Tages. Wir werden uns hier auf jeden Fall nochmal aufschalten. Und zwar exakt dann hier 14:30 Uhr. Freue ich mich auf Sie. Seien Sie dabei, wenn es dann losgeht. Wir wollen mal sehen, ob die Wolla mit uns spielt. Bis dahin sage ich jetzt erstmal beste Grüße und bis später, Ihr Christian Kämmerer.